Beschreiben Sie das private Mahnverfahren. Betonung liegt hier auf privat, das private Mahnverfahren. Wann wird das private Mahnverfahren relevant? Wir haben die Situation: Käufer zahlt nicht. Und jetzt ist es ein Brauch, ja, ein Brauch, keine Verpflichtung, ein Brauch, dass man nun eine Mahnung schickt, die man heute auch gerne Zahlungserinnerung nennt. Ja, ein Brauch, es gibt eine erste Mahnung, eine zweite Mahnung und eine dritte Mahnung. Und die sind sprachlich abgestuft. Ja, die erste Mahnung ist nur eine sehr höfliche Zahlungserinnerung. Und die dritte Mahnung, da werden dann in der Regel diese berühmten rechtlichen Schritte, ja, rechtliche Schritte angekündigt. Aber ich möchte noch einmal betonen, weil das so ein Rechtsirrtum ist. Es ist ein Brauch, keine Verpflichtung. Ja, es gibt keinerlei Verpflichtung, nirgendwo in unserer Rechtsordnung, dass ein Verkäufer in der Situation, dass der Käufer nicht zahlt, erstmal dreimal mahnen muss. Ja, das ist völliger Blödsinn, wenn Ihnen das jemand erzählt. Es ist üblich. Man macht es ja auch deswegen, weil man ja nun wirklich auch mal eine Rechnung vergessen kann zu bezahlen. Ja, also bitte Hand hoch, die Leute, die noch nie vergessen haben, eine Rechnung zu bezahlen. Ja, und weil man das weiß, schickt man dem Käufer zunächst mal eine höfliche Zahlungserinnerung, weil man nicht direkt unterstellen möchte, dass der Käufer nicht zahlen will oder nicht zahlen kann, sondern es einfach nur vergessen hat. Ja, so ist der Ansatz. Und deswegen macht man das. Aber man muss das nicht machen. Man kann selbstverständlich sofort eine Klage einreichen und man kann selbstverständlich auch alternativ sofort einen Mahnbescheid beantragen. So ist die Situation und nicht anders. Okay, im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Möchten Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.